Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute eine Erkrankung zu diskutieren, die ich im Fernsehen noch nie gebracht habe. Es geht um das sogenannte MCS. Das sind Menschen, die einfach heutzutage auf sämtliche Umweltgifte chemikalischer Natur einfach reagieren. Wie sie reagieren und was man dazu alles machen kann, damit eben das Elend nicht ganz so groß ist, das ist das Thema der Sendung. Und wir legen los gleich nach dem Intro. Ja, und jetzt darf ich Ihnen auch meinen Gast zeigen und vorstellen, mit dem ich jetzt das heute diskutieren möchte. Das ist nämlich ein wirklich ein begnadeter Wissenschaftler, wo ich schon so viele schöne Sendungen gemacht habe. Insbesondere eine, die ich Ihnen auch noch schnell ans Herz legen möchte. Aber Sie sehen die nur auf unserer Homepage www.qs24.tv und dann einfach eingeben Dr. Kurt Müller. Und Sie werden sehen, da haben wir eine 120-minütige Sendung gemacht über die Pandemie. Echt spannend. Bitte unbedingt anschauen. Und heute ist der Dr. May Kurt Müller wieder da. Herzlich willkommen, lieber Kurt. Hallo, lieber Alexander. Ich freue mich, wieder bei dir zu sein. Was mich auch besonders freut, dieses Thema mit dir austauschen zu können, das mir seit Jahren eigentlich am Herzen liegt. Ich habe zusammen mit Hill und Huber auch ein Buch dazu geschrieben. Und ein Problem, das nach wie vor in der medizinischen Welt, in dem sozialmedizinischen Geschehen einfach vernachlässigt wird, weil niemand sich der Problematik wirklich stellen will. Mhm. Es ist die multiple Chemikaliensensitivität, über die wir reden, die weltweit allgemein als MCS eben benannt wird und die eine hochgradige Empfindlichkeit der Betroffenen wiedergibt gegen alle möglichen Chemikalien. Und dieses alle Mögliche hat sie immer unglaubhaft gemacht. Weil wir wussten, dass es Reaktionen toxischer Art auf bestimmte Stoffe gibt. Wir wussten, dass Allergien auf einzelne Stoffe da sind. Aber in dem Moment, wo jemand kommt und sagt, ich vertrage alles nicht, sind wir natürlich schnell dabei, über psychogene Zusammenhänge nachzuschauen. Mhm. Ich will im ersten Bild noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie haben wir uns auf dieser Welt entwickelt? Und da sehen wir in dieser linken blauen Spalte so die Rahmenbedingungen, an denen sich Leben entwickelt hat und wo wir auch unsere Möglichkeiten der biologischen Funktionen dran geschult haben. Was auf dem Bild ganz interessant ist, die Möglichkeit zur Stressreaktion war frühzeitig da, weil man sie brauchte zu überleben. Weil die Stressreaktion erlaubt es, besondere Leistungen befristet abzurufen. Also Stress ist nichts Neues, mhm. obwohl wir ja in der modernen Zeit wie noch nie darüber reden. Es hat sich diese Welt in den letzten 150 Jahren erheblich geändert. Und ich habe hier nur einen Teil der Einflüsse genommen, das ist gar nichts anderes. Mhm. Und das Stressverständnis hat sich vor allen Dingen auch geändert. Selye, der ja den Begriff des Stresses aus der Metallurgie übernommen hat. Stress entsteht bei Metallen, wenn man sie bearbeitet. Das ist Spannung. Und diesen Stressbegriff nahm er für den Menschen als erster, als er in Wien forschte. Ach. Und als er dann in den USA war, sagte er, Stress ist alles, was wir nicht im Normalbetrieb erledigen können. Damit hat er den Stressbegriff aus dem rein mentalen herausgenommen und auch die Ebene des rein physischen Funktionierens hineingetragen. Also immer, wenn unser Körper unter Sonderbedingungen zu arbeiten hat, ist das eine Stresssituation. Also wenn ich drohe, den ICE zu verpassen und hetze durch den Bahnhof, ist das ein Stress. Wenn ich in der Prüfung sitze fürs Examen, ist das ein Stress. Also die Ebene des Stress hat er deutlich erweitert. Und der Blick auf dieses, was wirkt auf uns ein, wurde sehr lange eben durch die Toxikologie bestimmt und über die Begrifflichkeit der Giftigkeit. Nun wird Giftigkeit in der Toxikologie in relativ kurzen Zeiträumen untersucht, experimentell etwa 4 bis 7 Monate. Das heißt, ich brauche eine relativ hohe Giftigkeit, um in 4 bis 7 Monaten in Experimenten auch Effekte zu ziehen. Das ist aber nicht unser Leben. Unser Leben ist eher langfristig mit Expositionen, die uns nicht gleich umbringen, sondern die ständig in kleineren Mengen präsent sind. Und jetzt schauen wir erstmal auf das, womit wir so im Alltag zu tun haben. Oh Gott. Ich habe
die erste Zahl 65 aus dem Toxikologie-Lehrbuch von Timbrell entnommen, das zu dieser Zeit erschienen war. Und da gab er an, 65.000 Chemikalien haben wir im alltäglichen Gebrauch. Ich habe dann 2004 selbst eine Arbeit dazu geschrieben und kam damals darauf, dass 120.000 Chemikalien im Alltagsgebrauch sind. Ich habe mich dann mit dieser Zahl nicht mehr sehr beschäftigt, bis ich vor 2 Jahren im ICE von Hamburg zurückfuhr nach München. Und da war eine Beilage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Wochenbeilage, und die befasste sich mit dem Thema. Und die gaben an, dass wir 365.000 Stoffe im Alltagsgebrauch hatten. Da war ich selbst erstaunt, dass von 1995 bis jetzt diese Zahl doch massiv gestiegen ist. Wir kennen über 4 Millionen Chemikalien, kennen wir. Die sind dokumentiert in der chemischen Literatur. Aber durch das Vorhandensein von 365.000 ergeben sich natürlich über die Kombination der einzelnen Stoffe massive Expositionsmöglichkeiten im Niedrigdosisbereich. Mhm. Und dieser Explosion muss sich unser Körper immer wieder stellen und muss damit umgehen. Da gibt es eben Menschen, die damit nicht mehr gut umgehen können. Dann hat man noch herausgefunden, dass ein Teil der Chemikalien hormonell wirksam ist. Und in dem Moment, wo ein Stoff hormonell wirksam ist, wirkt er gar nicht mehr dem toxikologischen Dosiswirkungsprinzip. Wir wissen, dass Hormonstoffe in niedrigsten Dosen außerordentlich starke Wirkungen haben. Denken wir nur zurück, wenn wir Frauen hormonell behandeln, um die Empfängnis zu verhüten, da brauchen wir keine hohen Dosierungen. Wir brauchen winzige Mengen, um steuernd in solche Prozesse einzugreifen. Wir im Bereich der klinischen Umweltmedizin sehen deshalb aus einem ganz anderen Blickwinkel hin. Wir sehen uns an, wie geht der einzelne Mensch mit dieser neu geschaffenen Umwelt um. Und das erklärt uns dann auch viel besser die individuellen Risiken, weil unsere Möglichkeiten umzugehen sind einfach verschieden. Wir verstehen alle, dass wir im Weitsprung nicht gleich springen können. Manche können es gut, andere können es schlecht. Wir haben ganz unterschiedliche Begabungen. Wir spielen Instrumente gut oder gar nicht. Und das heißt, um diese Verschiedenheit wissen wir in allen Bereichen. Nur im Umgang mit diesen Dingen der Außenwelt denken wir, dass wir alle standardisiert, normiert sind und alle den gleichen Umgang haben. Und das ist weit eben gefehlt. Im Organismus ist ein wesentliches Prinzip zu unterscheiden, was ist fremd und vertraut. Und dann eben die Handlungsebene zu entwickeln. Der Körper soll, wenn er etwas als fremd identifiziert, eigentlich verteidigend sich verhalten. Er macht einen Fehler, wenn er toleriert, wenn etwas fremd ist. Mhm. Er soll, wenn etwas vertraut identifiziert wird, soll er tolerieren. Und wenn er dann sich wehrt, wehrt er sich verkehrt, oftmals gegen sich selbst. Die Autoimmunkrankheiten sind ein solches Wehren an der falschen Stelle. Da wollen wir, dass gegen eigene Strukturen nichts geschieht. Mhm. Und dieses Prinzip wird bei den Umwelterkrankungen und den niedrig dosierten Expositionen sehr viel stärker strapaziert als das andere. Gibt es eine Definition für die multiple Chemikaliensensitivität? Ja. Das gibt es. Und diese Definition wurde in diesem Konsensus von Atlanta zusammengefasst und war eigentlich schon in dieser Form etwa 10 Jahre vorher schon einmal von einem Arbeitsmediziner angesprochen worden, der diese Krankheit eben als erster erkannt hat. Und da kommen die Eigenschaften zum Sprechen. Und bei uns in der Medizin ist manches eigentümlich. Wir möchten gern einen Labormarker, dass wenn der verändert ist, ist die Diagnose. Ganz einfach. In dem Moment, wo wir phänomenologisch beschreiben, das heißt, wir beschreiben Eigenschaften einer Krankheit, kommt uns das Halbseiten vor. Und das, obwohl die gesamte Psychiatrie ja gar nichts anderes macht. Die Psychiatrie begründet ihre Diagnose nur phänomenologisch und durch nichts sonst. Und hier wird das immer versucht nicht zu akzeptieren, obwohl es diesen Konsensus weltweit eben gab. Die Krankheit ist chronisch, die Symptome sind bei wiederholter chemischer Exposition reproduzierbar.
Und das ist wichtig. Drittens, niedrige Expositionsmengen, niedriger als vorher toleriert. Die Menschen haben ja lange ein ganz normales Leben geführt. Sie haben das alles abbekommen und es ist gar nichts passiert. Verursacht die Manifestation des Symptoms. Die Symptome verbessern sich, wenn der Auslöser beseitigt ist. Das heißt, ich muss eine saubere Umwelt schaffen, dann haben die auch nichts. Reaktionen werden durch viele chemische, nicht verwandte Substanzen ausgelöst. Die Symptome treffen multiple Organsysteme. Und das macht es gerade verdächtig, wenn ein Patient kommt und sagt, ich habe an vielen Orten ein Problem, wirkt er nicht glaubhaft. Das nimmt ihm niemand ab, weil der Arzt sagt, ich kenne gar keine Krankheit, die da und da und da gleichzeitig etwas macht. Ich will vielleicht diese Folie übergehen, in der man versucht hat, Beschreibungen zu finden, die eigentlich die Krankheit diskreditieren, wie beispielsweise Ökosyndrom in Deutschland, ein Begriff. Man hat damit versucht klarzumachen, das sind Leute, die sich dem Fortschritt verschließen, die einfach Angst vor der Zukunft haben, die Neues nicht akzeptieren können. Alles Dinge, für die es nicht wirklich einen Beleg gab. MCS ist keine allergische Krankheit, weil sie reagiert auf viele, viele Stoffe, die nichts miteinander zu tun haben. Genauso ist keine toxische Krankheit, weil wir brauchen keine toxische Erhöhung von Stoffen, sondern kleine Mengen reichen. Psychosomatisch ist sie nicht, das werde ich gleich zeigen. Da haben die Untersuchungen keine Evidenz erbracht. Ebenso wenig für psychiatrisch, für Hysterie, für eine Phobie. Die Leute sind nicht wirklich generell ängstlicher. Sie waren vorher als Gesunde sogar eher progressiv, haben sich was zugetraut, haben zu wenig auf sich geachtet, haben Risiken nicht gut erkannt und haben eigentlich wenig Vorsicht walten lassen. Und sie sind eben keine Hypochonder vom Grundsatz her. Und auf dieser Abbildung haben wir, und an dieser Studie war ich selbst beteiligt, im Robert-Koch-Institut eben die psychogene Zuordnung untersucht. Und das ist wieder das, was den wissenschaftlichen Bias dokumentiert. Denn das Robert-Koch-Institut wollte eigentlich bei der Studie herausfinden, dass eben diese Krankheit doch eine psychogene Krankheit ist. Und welche Methode haben wir benutzt? Wir haben als Methode benutzt sogenannte Items. Items sind Eigenschaften psychischer Krankheiten. Wir sehen sie hier auf der Folie wiedergegeben. Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit, Depressivität. Das sind Eigenschaften von Krankheiten. Und wir wissen, dass bei bestimmten psychischen Erkrankungen sich dadurch ganz distinkte Profile ergeben. Diese Profile der psychischen Krankheiten sehen wir in den oberen grünen, blauen und roten Kurven. Und nun hat man in dem schwarzen Balken habe ich dargestellt, welche psychischen Krankheiten als Vergleich hergenommen wird. Und dann hat man untersucht, welches Profil haben da die MCS-Kranken. Wenn ein MCS-Kranker ein psychisches Profil hat, dann wird die gelbe Kurve identisch mit der grünen oder der roten oder der blauen. Wenn die identisch ist, dann gehört er in diese Rubrik einer psychischen Krankheit hinein. Und dieses Phänomen haben wir in verschiedenen Untersuchungen untersucht. Und jetzt bitte für die Zuschauer auf die gelbe Kurve achten. Und da werden Sie sehen, die gelbe Kurve bleibt immer eigenständig. Sie taucht in keiner der anderen Kurven auf. Ich gehe jetzt weiter. Auch bei dieser, der Begriff Kernstichprobe oben im Text besagt die MCS-Kranken. Das ist die Kernstichprobe. Wir werden sehen, MCS hat, egal wo wir es untersucht haben, ein eigenständiges Profil und lässt sich also nicht einer psychischen Krankheit zuordnen. Die Stringenz dieses Ergebnisses verdanken wir gerade einer Psychiatrieprofessorin, die eben nicht zugelassen hat, dass das herauskommt, was das Robert-Koch-Institut gerne haben wollte. Denn das Endergebnis war, dass eben MCS keine psychogene Krankheit ist, sondern eine eigenständige Krankheit, die einen eigenen Charakter hat. Und dann war es einer von uns, der die ersten Untersuchungen machte, Frank Bartram in Weißenburg. Das war der erste, der nachweisen konnte, dass es sich bei der multiplen Chemikaliensensitivität um eine grundsätzlich entzündliche Krankheit handelt. Und wir gucken bei den Balken zunächst auf die, die rechts im Bild sind. Und das ist das Interferon Gamma, ein Entzündungsbotenstoff.
die blaue Säule gibt die den normalen Bürger wieder. Da sehen wir, wie viel Interferon Gamma hat der normale Bürger im Blut rumschwimmen. Und da sehen wir, die Menge ist gering. Mhm. Und dann sehen wir auf die etwas hellgelbe links, so viel Interferon Gamma hat der MCS-Kranke, wenn gar nichts los ist, schon herumschwimmen. Mhm. Und wenn er exponiert wird, dann geht er hinauf auf die gelbe, tiefgelbe Säule. Mhm. Interleukin 10 im linken Bild ist der Bremser solcher Reaktionen. Gucken wir wieder auf die blaue Säule, sehen wir, dass der Normalbürger eine gute Bremse hat, um eben nicht auf alles um ihn rum zu reagieren. Und dann sehen wir den MCS-Kranken, bei dem die Bremse schlecht funktioniert. Hellgelb ist seine Bremse ohne Belastung. Er verstärkt das Bremsen ein bisschen zum Tiefgelben in der Mitte, aber überhaupt nicht ausreichend, um dann diese Funktion des Interferon Gammas zu bremsen. Das heißt, wir sahen daran, dass MCS eine entzündliche Krankheit ist, aber keine allergische Krankheit, die ja auch bestimmte Entzündungsmerkmale hat, die aber durch andere Stoffe reguliert werden, als wir das bei den MCS-Kranken haben. Und ich habe hier ein Bild wiedergegeben, eben eines solchen Patienten. Und da sind die roten Säulen, sind die des Interferon Gamma. Und da sehen wir, es sind Toluol, ein Lösemittel, Pentachlorphenol, ein Holzschutzmittel, Titan, das kann aus Implantaten stammen, und Pyrethroide ist zum Beispiel ein Mottenschutzmittel. Das heißt, egal was von den Vieren diese Person abbekommt, immer geht die Entzündung hoch. Und man kann das Ausmaß der Entzündung vielleicht bemessen, wenn wir auf das ganz linke Bild in den Spalten sehen. Das ist nämlich der Influenza-Virus. Mhm. Da sehen Sie die gelbe, die rote Säule bei Influenza-Virus. Die ist im Vergleich zu den Reaktionen auf die Chemikalien bescheiden und gering. Das heißt, wenn diese Person einen Influenza-Infekt hat, entzündet er viel weniger, als wenn er die Toluol-Ausgasung aus dem PVC-Fußboden seines Büroraums hat, in dem er sitzt, wo die Kleber permanent Toluol ausgasen, oder wenn er ein Mottenschutzmittel bei seinen Kleidungen im Schrank verwendet hat und dann nimmt ein Kleidungsstück raus, geht das los. Da verstehen wir auf einmal, warum diese Person auf alles Mögliche mit solchen Reaktionen eben losfährt. Heißt jetzt aber nicht, dass wir, wo jetzt MCS vielleicht nicht haben, nicht auch reagieren würden auf solche Fremdstoffe? Nein, aber nicht in dem Ausmaß. Ja, aber auch reagieren, vielleicht ähnlich wie beim Influenza-Virus, aber eine Reaktion müsste ja auch da sein. Ist der Punkt. Wir haben nicht diesen Überschuss und diese Unkontrollierbarkeit. Mhm. Und der Körper soll ja alles Fremde wahrnehmen, das ist ja das Ziel. Mhm. Aber die Wahrnehmungsreaktion, der Körper sollte sagen, das ist zwar ein bisschen, aber ich finde das so schlimm nicht, ich mache gar nichts. Mhm. Dieser Patient kommt besser weg, wie der Wachsame, wo das Immunsystem dauernd sagt, das ist furchtbar, ich falle da drüber her. Mhm. Ich selbst habe diese Untersuchung durchgeführt, wie verändert sich Hirnfunktion? Und das ist ein Querschnitt durch das Gehirn, Querschnitt etwa, wenn wir von Ohr zu Ohr durch den Kopf schneiden, dann sehen wir ein solches Bild. Und da sehen wir in dem linken Bild viel Gelb, und dieses reichlich Gelb gibt die Sauerstoffzufuhr und die Glucose, die Zuckerverwertung an. Das Gehirn braucht viel Glucose. Und dann sehen wir im rechten Bild, dass dieses Gelb nur noch fleckig und scheckig da ist. Das heißt, das Gehirn ist in diesem Austausch von Sauerstoff und Glucose deutlich beeinträchtigt. Das wirkt sich natürlich funktionell auch aus. Die Patienten können sich nicht mehr konzentrieren. Die gehen in ein Kaufhaus rein, wollen etwas erledigen. Die Luft ist so, dass diese Reaktion sich sofort verstärkt innerhalb 5 bis 7 Minuten. Und auf einmal sind sie drin und denken, was wollte ich hier eigentlich noch? Die Hirnfunktion verknüpft nicht mehr. Weshalb bin ich eigentlich hingegangen? Was war meine Aufgabe? Was ist? Sie müssen wieder rausgehen, unerledigte Dinge. Und jeder sagt, was ist denn mit dem los? Untersucht haben diese Sachen besonders Häuser, ein deutscher Amerikaner in den USA, der mich auch besucht hat in Deutschland. Simon in Dallas, den ich wieder besucht habe, einer der führenden. Ich habe mir bei ihm die Methodik angeeignet.
Ein guter Freund, Kalle Fabig in Hamburg, hat sich besonders um die Probleme der Böhringer Mitarbeiter im Zusammenhang mit dieser Krankheit gekümmert. Er ist leider schon verstorben. Er war ein sehr engagierter Kollege, den ich sehr schätze. Und dann der Müller unten drunter bei den Vieren, das bin ich selbst. Und wir selbst, wir hatten etwa 3.500 untersucht und kamen alle zum gleichen Ergebnis. Und das ist eben das, was eben an Stoffen im Körper eines Gesunden bei mir selbst drin ist. Und da sehen wir, dass auch im Gesunden eben eine Menge solcher Stoffe vorhanden sind, die alle sich an der Entwicklung solcher Reaktionen beteiligen können. Und ich mache jeden Tag bin ich dankbar, an dem ich feststelle, dass mein Körper sich nicht entschließt, auf dieses Thema aufzuspringen. Das kann in einem halben Jahr so sein, denn ich habe auch als Gesunder genügend im Körper eben abgelagert. Mein Schlussbild ist das, dass ich nicht detailliere, sondern es ist die Aufzeichnung einer Patientin, was bei der Entwicklung ihrer MCS-Krankheit alles eine Rolle gespielt hat. Dieses Bild ist in allen Details wissenschaftlich korrekt und richtig. Sie hat ein Problem. Sie wird kaum einen Arzt finden, der das begreift. Außer die Umweltmedizin, oder? Außer die. Und ich habe so großen Respekt vor diesen Patienten, die selbst schwer krank sind und sich dann die Mühe machen, sich selbst glaubhaft darzustellen und die Ernsthaftigkeit ihres Anliegens zu transportieren. Und wir müssen endlich hergehen in den sozialen Systemen, diese Geschädigten, die der Preis unseres Fortschritts sind, das ist der menschliche Preis unseres Fortschritts, entsprechend zu respektieren und ihnen auch eine soziale Chance zu geben und für ihre Versorgung zu sorgen. In meinem Buch nenne ich sie die Leprakranken der Moderne. Sie werden vertuscht und verschwiegen und sie sind aber der Preis des Fortschritts. Damit wäre ich am Ende. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht noch 2, 3 Fragen für 2 Minuten. Wir müssen eigentlich realistischerweise davon ausgehen, dass MCS als Volkskrankheit explodieren müsste, wenn man die Anzahl chemikalischen Belastungsstoffe sieht, die auf uns zukommen, wenn man sieht, wie deine Alpharese, Inosferese, wie die Resultate aussehen, was man da alles rauskommt, ist es ja eine Frage der Zeit, bis unser Körper reagiert. Nein, das geht bei manchen ganz schnell, bei manchen dauert es länger. Es ist längst eine Volkskrankheit. Sie wird nur deshalb nicht erkannt, weil der große Teil der Patienten psychiatrisch behandelt wird, trotz der widersprechenden Ergebnisse. Mhm. Und weil wir die MCS gar nicht richtig erfassen. In Deutschland wird niemand berentet mit MCS. Das Rentenverfahren, das eigentlich eine gute Wiedergabe der Häufigkeit erlauben würde, gibt das nicht wieder. Wir gehen von 5-7% Betroffener aus. Und damit sind wir im Bereich der Volkskrankheiten, die du ansprichst. Das ist im Bereich von Diabetesvorkommen, das ist im Bereich von Hochdruckkrankheiten, von koronaren Herzkrankheiten und so weiter. Also das ist eine Frequenz, amerikanische Zahlen deuten das an, die schon im Bereich der Volkskrankheiten liegt. Mhm. Der Mensch zieht sich nur zurück aus der Gesellschaft, darum fällt er nicht auf. Die nächste Frage ist wahrscheinlich auch für 2 Gruppen spezifisch. Also jemand, der MCS hat, hat auch Chancen, seine Lebensqualität wieder zu optimieren, wenn er anfängt, seine ganzen belastenden Stoffe aus seinem Umfeld zu entfernen, aber auch in sich drin. Ja, also diese Patienten müssen mit einem Leben zufrieden sein, das Verzicht übt. Und es ist so, wir erreichen auch bisher therapeutisch nicht die Verzichtlosigkeit. Aber was wir erreichen können, ist, dass das Ausmaß des Verzichtes begrenzter bleibt. Also ich habe Patienten, die wieder ins Theater gehen können, die am kulturellen Leben wieder teilnehmen können, die im privaten sozialen Bereich sich treffen können, weil die Freunde sagen, wir nehmen darauf Rücksicht und wir sprühen uns nicht mit Parfum ein und wir rauchen nicht, wenn du dabei bist und so weiter. Also Rücksichten sind erforderlich. Diese Patienten sind dankbar für alle, die sie akzeptieren in dieser besonderen Lebensform. Meine allerletzte Frage, wenn du jetzt die gesunden Menschen ansprichst und wir das ja gesehen haben, dass wir eigentlich alle mit einem Fuß auch Gefahr laufen, hier reinzurutschen. Was würdest du diesen Zuschauerinnen und Zuschauern alles empfehlen, was sie jetzt an ihrem Körper machen könnten, eben nebst einer Aphorese, das Zeug mal rausholen,
Welche Umweltgiftstoffe im Haus sollten Sie entfernen? Wir müssen zunächst überlegen, dass alles, was belastend sein kann, also Naturmaterialien sind vom Grundsatz her besser. Alles, was geklebt, geleimt wird, ist ein Problem. Alles, was imprägniert wird, ist ein Problem. Wobei man wissen muss, dass Naturstoffe nicht zwingend völlig unproblematisch sein müssen. Es gibt auch Naturstoffe, die Probleme erzeugen. Also man muss ja überlegen, was lässt man zu, wie reduziert man den Umfang. Man muss die Ausscheidungsverfahren des Körpers fördern, reichliche Trinkmengen. Es sind ölige, die Öle der mediterranen Länder sind gute Entgifter der fettgebundenen Schadstoffe. Insofern kann man über die Kostgestaltung, die mediterrane Kost ist eine gute Möglichkeit, fettgebundene Schadstoffe eben zu entgiften. Wir müssen die Entgiftungssysteme des Körpers stärken. Vitamin E ist ein guter Stoff dafür, für die fettlöslichen Stoffe. Vitamin C eher für die wasserlöslichen Stoffe. Und da können wir doch einiges tun, nur wir müssen es zur Protektion vor dieser Welt eben beständig tun. Und es reicht nicht, wenn wir es einmal machen. Also die Ausstaffierung mit der Zufuhr solcher Stoffe ist mal grundsätzlich eine Protektionsmaßnahme. Mhm. Und körperliche Betätigung, Wandern, Fahrradfahren, Sauerstoffaustausch, in der frischen Luft die Hobbys durchführen, das sind alles sinnvolle Maßnahmen. Ich weiß, in dieser Situation verweist man einen Patienten an einen Umweltmediziner, aber in der Schweiz gibt es diese Gruppe an Ärzten gar nicht. Viel zu wenig. Es gibt einzelne, das ist wenig. Selbst in Deutschland ist es abnehmend, weil die Gesundheitssysteme nicht interessiert waren, diese Systeme auch im System durch Entgelt zu fördern. Wir haben zum Beispiel in Deutschland mehr als 1000 Leute ausgebildet. Der größte Teil arbeitet nicht mehr, weil es ökonomisch nicht tragbar ist, weil die Leistung nicht entgolten wird. Echt traurig. Wieder ein solches Thema, was du da heute wieder öffnest. Das sind irgendwie alle Themen, die wir heute miteinander besprochen haben. Schlimme Dinge, Fehlausrichtungen, letztendlich auch die Zeche, die wir bezahlen müssen für unseren Wohlstand. Oder für Ignoranz, die wir gelebt haben, zum Wohle des kurzfristigen Daseins. Bedauerlich, auch diese ganzen chemischen Reaktionen. Man hat ja auch keine Ahnung, was wenn ich 20 verschiedene Chemikalien mir drin habe, wie die interagieren noch miteinander. Da gibt es ja wieder was. Es ist ein ganz entscheidendes Thema. Wir haben zum Beispiel in einem normalen Salat, der nicht besonders ökologisch angebaut ist, haben wir etwa 10 bis 12 Stoffe drin. Wir können wissenschaftlich nicht sagen, was 12 Stoffe machen, wenn sie kombiniert vorkommen. Wir können das auch nicht beforschen. Wir können bis 3 Stoffe beforschen, maximal 5, wenn das Experiment sehr gut ausgelegt ist. Was 12 Stoffe miteinander machen, wissen wir nicht. Also wir spielen hier schon ein bisschen Gott, oder? Ja, und schauen wir mal, was passiert, und dann können wir eine Lösung suchen. Wir lassen es wie so oft drauf ankommen. Mhm. Herzlichen Dank. Ja, ich danke dir, lieber Kurt. Ja. Sehr bereichernd. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Dr. Kurt Müller war das für Sie, wo einfach in Bezug auf das MCS Ihnen mal ein bisschen den Spiegel gezeigt hat, woran es liegt und dass es tatsächlich nicht psychisch bedingt ist, sondern wirklich eine große Krankheit ist, die jeder von uns auch reinrutschen kann. Und er hofft auch und betet zu Gott, dass er nicht selbst reinrutscht, und tut auch vieles dafür, dass es so bleibt. Und das wünsche ich natürlich Ihnen auch und mir auch, uns allen, dass wir das nicht in eine solche Reaktionsfähigkeit unseres Körpers reinrutschen, sondern gewisse Stabilität halten dürfen. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.